Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Nachtvorlesung nachgefragt. Wir informieren Sie hier in regelmäßigen Abständen zu wichtigen medizinischen Themen. Im Fokus unserer heutigen Sendung ist die Akutbehandlung beim Schlaganfall. Wie man mit einer sogenannten Thrombektomie einen Schlaganfall erfolgreich behandeln kann, das wollen wir heute klären. Und dazu habe ich mir als Experten Herrn Professor Bernd Eckert eingeladen. Er ist leitender Arzt der Neuroradiologie im Neurozentrum der Asklepios Klinik Hamburg-Altona. Hallo Professor Eckert, schön, dass Sie da sind. Nochmal zur Einführung. Was ist genau ein Schlaganfall und wie kommt es dazu? Ein Schlaganfall ist im Grunde genommen generell eine Durchblutungsstörung des Gehirns. Entweder kommt es zu einer Einblutung ins Gehirn, das ist der blutige Schlaganfall. Viel häufiger aber, und darüber reden wir heute, ist die Minderdurchblutung, wenn eine Ader verstopft ist. So wie beim Herzinfarkt auch in etwa. Und wie häufig ist ein Schlaganfall? Es ist sehr häufig, ist inzwischen sogar eine häufigere Todesursache als der Herzinfarkt. Und in Hamburg kommen im Jahr so 9.000 bis 10.000 solche Schlaganfälle vor. Also es ist eine sehr häufige Erkrankung. Sie haben eben angesprochen, es ist häufig auch eine Todesursache. Es ist auch bei einem Schlaganfall denken viele Menschen auch immer sofort an irreversible Schäden. Ist das heutzutage noch so? Muss das so sein? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt geringere Schlaganfälle, dass man eine geringe Störung zum Beispiel der Beweglichkeit in der Hand hat. Das bildet sich häufig gut zurück. Aber es gibt eben auch sehr schwerwiegende, lebensbedrohliche Schlaganfälle, von denen reden wir heute. Und es ist keineswegs so, dass es alles von vornherein feststeht, sondern es kann dann auch immer noch im Verlauf durch Reha-Behandlung besser werden. Aber das Entscheidende ist eigentlich gerade bei den schweren Schlaganfällen, dass man die Behinderung des Blutflusses, dass man die beseitigt, dass man das Gefäß wieder aufmacht. Das ist ja genau Thema unserer heutigen Sendung, die Thrombektomie. Können Sie uns erklären, wie diese Behandlung genau abläuft? Also wie gesagt, es gibt an die 10.000 Schlaganfälle in Hamburg. Die wenigsten davon oder wenige davon, 10% ungefähr, maximal 15%, sind ganz schwerwiegende. Das sind die, wo die Anfangsteile der Gehirnversorgung unterbunden werden, wo die großen Arterien verschlossen sind. Und das können wir sehr schnell herausfinden, indem wir die Patienten, die kommen ja schnell ins Krankenhaus, dann wird eine Computertomographie gemacht oder eine Kernspintomographie. Und dann können wir sehr schnell feststellen, welches Gefäß verschlossen ist und wie groß die Durchblutungsstörung ist. Und die Patienten, die eine schwere Durchblutungsstörung haben, das sind die Kandidaten, die nicht alle, aber viele von denen eben genau für diese Behandlung in Frage kommen. Die meisten allerdings nicht, weil bei den meisten Patienten sind es nicht so schwerwiegende Schlaganfälle. Mit welchen Behandlungen gehen Sie bei den unterschiedlichen Fällen dann vor? Das hängt ab vom Befund, also wie schwerwiegend ist der Patient betroffen. Es gibt die Patienten, die haben nur eine, wie ich eben schon sagte, eine Bewegungsstörung der Hand zum Beispiel, das ist ein leichter Schlaganfall. Die Schwerwiegenden, die haben eine vollständige Körperlähmung oder die haben eine Sprachstörung oder eine schwerwiegende Sehstörung oder sogar eine Bewusstseinseinschränkung. Also das sind dann die schwerkranken Patienten. Und bei denen, die ganz wenig haben, müssen wir zunächst gar nichts machen. Die müssen wir beobachten. Bei denen, die mittelschwer betroffen sind, kann man auch eine intravenöse Behandlung machen. Das Medikament wird in die Vene gespritzt und kann dann auch den Blutpropf auflösen. Und dann sind diejenigen, die einen schweren Verschluss haben, das sind dann die, die für uns für die Thrombektomie in Frage kommen. Können Sie noch mal genau darauf eingehen, auf die Thrombektomie? Ja, das ist ein Verfahren, wie wir das ähnlich wie beim Herzinfarkt kennen, mit einem Katheterverfahren. Also es wird eine Leistenpunktion vorgenommen. Glücklicherweise können wir über die Leiste zum Gehirn vorkommen. Das ist erstmal schwer vorstellbar. Beim Herzen kann man sich es besser vorstellen, dass man von der Leiste bis zum Herz kommt. Aber das ist auch für uns kein Problem. Wir würden einen Schlauch legen, der zunächst erstmal von der Leiste bis zum Hals geht. Und über diesen Schlauch haben wir den Zugang zu den Gehirnadern. Und dann nehmen wir noch viel ganz kleinere, also ganz kleine Katheter, Mikrokatheter. Und mit diesen kleinen Mikrokathetern können wir bis in die Gehirnader vorkommen, also direkt vorschieben. Und dann können wir uns diesen Verschluss genau angucken und können dann über dieses Mikrokathetersystem den Thrombus fangen und bergen, also rausziehen sozusagen. Das ist sozusagen der Vorgang. Das ist also ein Verfahren, das über ein Mikrokathetersystem mit einer Punktion über die Leiste durchgeführt wird. Diese Behandlung der Thrombektomie hört sich ja sehr anspruchsvoll und diffizil an. Gibt es die in allen Krankenhäusern? Nein, die gibt es nicht an allen Krankenhäusern, weil es eine sehr spezialisierte Behandlung ist, die man an den Zentren durchführt, die sich neurovaskuläres Zentrum nennen. Das ist in Altona der Fall. Das heißt, das sind Zentren, die sind spezialisiert auf die Behandlung von Gefäßerkrankungen der Gehirnadern, wenn man so will. Und dafür muss man eben ein Team haben, bestehend aus Neurologen, aus Neurochirurgen und aus Neuroradiologen, wie wir das sind.
und die müssen ständig zur Verfügung stehen. Das heißt, zunächst muss erstmal die Infrastruktur bei der Notaufnahme stimmen, dass alle beim Schlaganfallpatienten sofort wissen, was zu tun ist und dass man dann die richtige Diagnose stellt und dann den Experten anrufen kann, der dann zur Verfügung steht. Und das ist in Altona der Fall. Schon seit einigen Jahren haben wir dort ein interdisziplinäres Konzept aus diesen Neurodisziplinen und sind in der Lage, eben rund um die Uhr Patienten mit schweren Gefäßerkrankungen, insbesondere mit schweren Schlaganfällen, da auch zu behandeln. Es gibt ja beim Schlaganfall immer dieses 4,5-Stunden-Zeitfenster. Ist das auch da entscheidend bei der Behandlung? Ist auch wichtig. Es ist immer wichtig, dass der Patient früh ins Krankenhaus kommt. Deswegen müssen wir auch gleich nochmal über die Symptome sprechen, die beim Schlaganfall auftreten. Aber es gibt da nicht so ein festes Zeitfenster. Wir können auch Patienten manchmal bis zu 6 Stunden nach Beginn der Symptomatik behandeln. Das hängt davon ab, was wir im CT oder im Kernspin vorfinden. Also es gibt keine starre Zeitgrenze. Man sagt generell, man sollte aber bis zur 6. Stunde nach Beginn der Symptomatik auch mit dieser Behandlung beginnen. Diese 4,5 Stunden ist eine Grenze, die für die Behandlung über die Vene als Regel gilt. Die sogenannte intravenöse Thrombolyse oder intravenöse Schlaganfallbehandlung, die hört man nach 4,5 Stunden auf. Und danach kommen dann wir, aber teilweise behandeln wir die Patienten auch früher, eben wenn es ein schwerer Schlaganfall ist. Sie hatten schon eben angesprochen, die Symptome. Können wir da noch mal näher drauf eingehen und auch auf den sogenannten FAST-Test? Das Problem am Schlaganfall generell ist, er tut nicht weh. Das führt dazu, dass viele Patienten erst spät kommen, weil sie denken, das wird sich schon wieder auswachsen, so ungefähr. Aber generell sind Symptome des Schlaganfalls Lähmung, Gefühlsstörung, wenn sie die halbe Körperseite betreffen, Sprachstörung, Schluckstörung oder Doppelbilder. Das sind die klassischen Symptome eines Schlaganfalls. Und auch wenn die nur vorübergehend auftreten, ist es immer ein Warnsymptom. Das heißt, der Patient muss unbedingt zum Arzt gehen, um sich untersuchen zu lassen, weil sonst ein schwerwiegender Schlaganfall droht. Ansonsten ist natürlich für jeden ersichtlich, wenn einer eine vollständige Lähmung der Körperhälfte hat oder nicht mehr sprechen kann, dass das dann ein Schlaganfall ist. Das ist der klassische Schlaganfall. Und Sie sprachen eben noch von welchem Test? Diesen Fast-Test, ja. Ja, der Fast-Test, damit ist gemeint, dass man sozusagen, da geht es darum, um die Kernsymptome. Das eine ist die Facialis, also ist der Mundast betroffen. Nicht? Wenn der Mundast zum Beispiel hängt, ist es immer ein Zeichen davon, dass es eine halbseitige Körperlähmung ist. Und das andere betrifft die Lähmung und dann die Sprache. Also wenn die Sprache gestört ist oder eine Gesichtslähmung vorliegt oder eine Lähmung einer Körperhälfte oder auch nur eines Armes oder eines Beines vorliegt, dann muss man immer an einen Schlaganfall denken, der leider, wie gesagt, eben nicht wehtut. Und diese Symptome müssen nicht alle zusammen auftreten. Es kann auch nur eins von denen auftreten. Ja, es gibt natürlich, das Gehirn ist groß. Ja. Nicht? Es gibt viele Möglichkeiten zum Funktionsausfall. Und je nachdem, wo die Blutungsstörung ist, diese Symptome hatte. Man kann zum Beispiel auch nur eine ganz ausschließliche Sprachstörung haben. Ja? Nichts anderes. Der ganze Körper funktioniert, nur man kann plötzlich nicht mehr sprechen. Das ist für die Patienten natürlich eine sehr bedrohliche Situation, für die Angehörigen zunächst nicht zu verstehen. Aber das ist ein klassisches Schlaganfallsymptom. Okay. Jetzt nochmal zur Thrombektomie. Gibt es da schon irgendwelche Langzeitergebnisse? Das Verfahren ist jung. Ja? Das gibt es erst seit 2 Jahren. Wir machen das auch seit 2 Jahren etwa. Und es gibt noch keine abschließende Studie, die das wirklich eindeutig bewiesen hat, dass es besser ist. Wir stellen nur fest, dass in aller Regel, das ist unsere klinische Erfahrung, die allermeisten Krankenhäuser teilen, die das auch durchführen, das sind ja bisher noch nicht so viele, dass gerade die Patienten, die wirklich den schwerwiegenden Schlaganfall haben, in der Regel davon sehr gut profitieren. Nicht alle, aber man kann sich es ungefähr so vorstellen, Patienten mit einem schwerwiegenden Schlaganfall haben die Chance, wieder zum Alltag zurückzukehren, von ungefähr 20-30%, wenn es hochkommt. Mit unserer Behandlung, denke ich, kommen wir da in einen Bereich von ungefähr 50%. Also können wir mehr Patienten helfen, wieder zu ihrem normalen Alltag zurückzukehren. Aber Sie sehen auch, bei 50% wird es trotzdem nicht gelingen. Dennoch kann man das vorher nicht sagen. Und entscheidend ist wieder einmal, dass die Patienten rechtzeitig kommen. Denn wenn sie zu spät kommen, dann können wir zwar den Gefäßverschluss feststellen, aber wir können den Patienten dann nicht mehr helfen. Herr Professor Eckert, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Gespräch konnten wir eben feststellen, dass selbst bei schweren Schlaganfällen eine sehr gute Therapie möglich ist und auch zu sehr guten Ergebnissen führen kann. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Freuen uns, wenn Sie auch bald wieder sich reinklicken auf asklepios.com oder auf YouTube. Tschüss und auf Wiedersehen.